Hallo und herzlich willkommen. Wir wieder von der Photo Adventure 2016 im Design Center in Linz. Hinter mir der Stand von DJI, man sieht die coole Drohne, wobei Quadcopter muss man es ja jetzt nennen. Drohne ist ein böses Wort, das darf man nicht sagen. Cooles Zeug, was die da haben. Gibt viele, viele Sample-Videos im Internet. Deswegen gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Na, was macht die jetzt für... Hey, wo ist die Drohne hin? Michael, das... Warst du das? Nein, oder? Okay, egal. Wir gehen einfach zum nächsten Stand, dann kann man es uns nicht anhängen. Bis dann. Hört man das? Weiß ich. Ich hoffe, man hört es. Hier sind wir am Stand von Saga Photo mit den diversen Taschen von Think Tank, hier eher die iPhone, Laptop, iPad-Geschichten. So eine ähnliche habe ich auch. Das iPad rein. Nicht sogar dick? Nein, man hört nur da oben so einen Zip. Aber so. Also, die Vorgänger davon. Hier unten haben wir dann eher die Fototaschen der AirPod-Serie. Gibt es den AirPod Takeoff, den AirPod Rolli Debris, unterschiedliche Größen. Mit dem 2, also Rolli, kann man meistens ausziehen. Sollte ins Handgepäck passen. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, weil ich brauche das Prozess zu stoppen. Das ist der International LA Classic. Der sollte Handgepäcksmaße haben. Hat auch ein DSL-Lock. Sollte man ihn mal aufgeben müssen. Wenn nach Amerika fliegen, dann kann er das aufmachen, ohne ihn kaputt zu machen. Typischen Einteiler, riesengroß, riesen viel Platz. Da kriegt der Michael sogar seine ganze DSLR-Spiegelreflex-Ausrüstung mit seinem Mikrofon und bla bla bla. Nein, natürlich die obligatorische kleine Tasche mit einem Regenschutz, so wie alle Think Tank Produkte. Hey, da blitzt, da zieht ein Gewitter auf, sollte man gleich einpacken, dass es nicht nass wird. Ja, schon wieder. Das kann man dann einfach reinkriegsen. Das lassen wir jetzt aber. Da kann man noch ein bisschen was reinstopfen. Ein Organizer-Fach für Kleinklumpert, irgendwelche Akkus. Akkus darf man jetzt im Flugverkehr nicht mehr in den Check-Baggage aufgeben. Also man muss sie im Handgepäck mitführen und man muss sicherstellen, dass sich die Kontakte nicht berühren können. Daher bietet sich sowas natürlich an. Es gibt von Think Tank auch die kleinen Battery Holder, wo man sie reinstecken kann, so längliche oder welche zum Aufklappen habe ich jetzt bei mir hinten im Rucksack drinnen, zeige ich euch vielleicht ein anderes Mal. Da haben wir natürlich den Knopf zum Rausziehen. Was sagt ihr hier? Ein Fach mit. Oh! Nice! Sehr nett. Kann man irgendwo um einen Steher, wenn man ein bisschen schlafen will, weil der Flug schon wieder verspätet ist oder irgendwas. Der Airport International LE Classic. Gibt einige andere auch noch. Ich würde euch empfehlen, schaut einfach auf die Seite von Saga Photo, sagafoto.at. Die haben auch einen netten kleinen Laden, oder eigentlich ist es ein Büro und ein Lager in Wiener Neudorf, im Industriezentrum. Super nette Leute dort, einfach voranrufen, ob eh wer da ist, dann einfach hinfahren. Kann man runtergehen, das ist da drinnen, nix. Mit denen direkt ins Lager auspacken, ankrabbeln. Schauen, ob alles reinpasst. So habe ich damals meinen Retrospective 7 auch ausgewählt. Ich wollte eigentlich den kleineren haben, den 5er. War dann dort, habe gesehen, könnte etwas eng werden, habe dann den 7er genommen. Preise sind eigentlich auch ganz okay. Kauft man sich ja nicht alle Tage so ein Ding und hält dementsprechend auch lang da schöne Ledergriffe. Die Nähte ordentlich ausgeführt. Spritzwasser geschützt sowieso. Wenn es regnet, gibt es diese Hülle zum Drüberziehen. Geniales System, gut durchdacht, kann ich nur jedem empfehlen.